Da bin ich wieder. Also ich habe mal geguckt und die einzige Möglichkeit wäre es wohl mit dem GVE-Tool. Gothic Variable irgendwas. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht genau. Das zu machen, damit könnte ich die Quest wieder auf Null setzen, dass ich sie neu machen müsste. Damit könnte ich die Quest auf abgeschlossen setzen, auf gescheitert setzen und so weiter und so fort. Ich habe mich jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt. Ich gucke mir das dann mal ein andermal an. Die Quest läuft ja jetzt nicht weg. Nur damit ihr Bescheid wisst, das wird dann irgendwann darauf hinauslaufen, dass wir entweder... Ich kaufe mir die ganzen Rezepte, einfach damit ich es habe. Das wird dann irgendwann darauf hinauslaufen, dass wir diese Quest eventuell neu machen. Oder sie auf abgeschlossen setzen. Wir haben halt von Rosi auch die Dialoge noch gar nicht gehört, deswegen überlege ich noch, welche Richtung ich gehe. Aber ja, das wären so die Herangehensweisen, die man jetzt angehen könnte. Hier sind halt zwei Leute. Na, verdammt, was ist los? Entschuldigung, Maria, das ist nicht deine Stimme, die du haben solltest. Sie wird mich wahrscheinlich sehen. Das wird sich nie ändern. So, wir machen Trick 17. Ja, sie sieht mich hundertprozentig hier. Gut, ich könnte sie in den Schlaf versetzen. Die anderen zwei schlafen wenigstens. Wobei der Schlafzauber ja bisher nicht so zuverlässig funktioniert hat. Okay. Fixierte Heilung. Das war doch seine Entscheidung. Gut, war jetzt nichts Besonderes. Halt! Was schleichst du da herum? Ich schleiche nicht. Das war doch seine Entscheidung. Zeig mir deine Ware. Was kann ich... Ach, das ist sie. Das ist ja lustig. Kann ich dich in Schlaf versetzen? Das war keine große Sache. Na, wo haben wir es denn? Dass ich den Schlafzauber nie finde. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ja, da kann man sich nicht drauf verlassen. Ach, den habe ich schon ausgerüstet, deswegen sehe ich ihn nicht. Oh wow, an ihr funktioniert das tatsächlich sogar. Irgendwann musste es ja so kommen. Okay. Immerhin hat's mal funktioniert. Das zweite Mal jetzt, glaube ich, von den Malen, die ich verwenden wollte. Wie ich das unten machen soll, ist mir trotzdem noch ein Rätsel. Was war das? Oh. Okay, ich hab's aber noch geschafft, alles zu looten. Ach, hast du gar kein Problem damit, oder was? Hm. Anscheinend hat sie da gar kein Problem damit. So, mit euch beiden wird's halt lustig. Das ist aber auch nur eine stabile Truhe, also ein stabiles Schloss. Hm. Nee, Musik hat keinen Bock mehr. Hat keinen Bock mehr. War hier oben eine Schwere? Verdammt, was ist los? Ja. Man darf halt. Heute ist wieder die Aufnahmesession der nicht vorhandenen Spielemusik. Das? Ja, legt sich hin. Okay, das war gerade, als wäre ich ein Meisterdieb. What the fuck? Na gut, das habe ich kein Problem damit. Okay. War eigentlich in der Krypta hier bei Onashof, war da eine schwere Truhe drin? Oh, verdammt. Was ist los? Verdammt. Also die Truhen hier werde ich nie öffnen können. Weil die zwei hier immer Wache halten. Von mir erfährt keiner was.
Ich habe für so etwas keine Zeit. Naja, wobei. Oh, verdammt. Ich wollte gerade pennen bis zum nächsten Tag, aber ich schaue jetzt vorher nochmal kurz. Bodo. Ja. Hier rein. Aber ich glaube, dass ich hier die Truhen nicht looten können. Ja, wobei, die müsste ich jetzt vielleicht sogar looten können. Weil da guckt gerade niemand. Hey du, was schleichst du da so rum? Du mieser Kleiner. Tja, vielleicht auch doch. Die sehen mich durch die Wand durch. Jetzt nicht mehr. Und die Truhe habe ich sogar schon. Das will doch keiner mehr hören. Komme ich an die Truhe auch ran? Das ist eine schlimme Sache. Theoretisch müsste mich das Wesen da hinten sehen. Tut's aber nicht. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Aber ja, da kann man sich nicht drauf verlassen. Das ist richtig. Ein Fass mit Birnen. Ich speichere nochmal, das ist mir alles nicht geheuer gerade. Okay. Aber diese Fässer sind durchaus wichtig, weil Sandrock wollte ja so ein Shit und ich weiß nicht, ob er die Fässer will oder ob es ihm reicht, wenn er die einzeln kriegt. So, ich penne jetzt mal zum nächsten Tag. Ich vermute, dann wird die Musik endlich wiederkehren. Wir gehen in die Krypta, weil ich nicht sicher bin, ob da eine schwere Truhe drin war. Oh, verdammt. Nein. Musik ist einfach dead. Finde ich einfach richtig, verdammt. Richtig gut. Ich lade mal manuell. Verdammt. Nee, heute ist einfach. Heute ist tatsächlich einfach mal wieder der Wurm drin. Das hatten wir jetzt aber lange nicht mehr, dass die Musik einfach gar nicht wiederkommen will. Das ist tatsächlich lange her. Ich könnte dir Sachen erzählen. Ah, ja. Okay, der hatte nichts mehr. Feldknöterich. Könntest du bitte da drüber klettern? Okay, dann laufe ich außen rum. Kleiner Sondi, du. Bauer. So, liebe Krypta, so lasset uns herausfinden, ob dort eine Truhe mit einem schweren Schloss war. Also bei manchen Sachen, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin, nehme ich euch dann natürlich mit. Ja, die waren alle leer, die Truhen, das war's, ne? Weil der Held sie geplündert hat. Okay. Als nächstes. Orlans Taverne. Dann gehen wir nochmal zu dem Ork. Schauen nochmal, ob wir die Rune jetzt finden, die da sein soll. Es würde zumindest Sinn machen, dass die Rune hier dann zu Onas Hof führt. Dann müssen wir nicht immer diesen umständlichen Weg gehen. Okay, danke. Das war wieder mal Gothic at its best. Wir müssen dann nachher eh hoch zum Maler. Also. So, liebe Rune. Befinden Sie sich irgendwo auf dieser Insel? Muss ich jetzt ganz akribisch alles ablaufen, ne? Ich spam jetzt die Rechtsklick-Taste. Oh, da war sie. Nice. Hab jetzt einfach die. Aber beim letzten Mal, ich könnte schwören, die war nicht da. Da bin ich genauso dumm rumgelaufen. Ich hab sie. Wo ist die nächste? Mister. Ich habe die Rune. Wo ist jetzt die vierte zu suchen? Tarok kann es dir sagen. Rune in Höhle im Norden. Geht es vielleicht etwas genauer? Bei den Flüchtlingen oder was? Tarok nicht mehr genau wissen. Mensch folgen Tarok. Wenn Tarok und Mensch entgegenkommen, dann kann Tarok sagen. Ah, na schön.
Gehen wir. Ich soll jetzt in diesem Tempo dahin folgen, ja? Norden. Oh Gott. Wie weit darf ich dir jetzt so hinterherlaufen? Feuernesseln. Ist aber auch lustig, dass ich diese ganzen Turmschlüssel jetzt bekommen habe. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass ich schon welche hatte. Also werde ich jetzt wahrscheinlich welche doppelt haben. Ich habe mir die schon zusammengeklaut, okay? Hutschocker! Hutschocker! Ich glaube, du kriegst jetzt dann bald der Fotzen, wenn du so nah bei den Menschen vorbeilaufst. Haben wir eigentlich eine Teleportrunde zum Kloster? Hm. Oh, Wrack. Piratenlager, Oger. Nein! Das könnte dann eine Teleportrunde zum Kloster sein. Also ich glaube, Dragomir wird dich gleich angreifen. Wenn ja, muss ich Dragomir leider umklatschen. Du siehst sie nicht! Du siehst sie nicht! Du kannst sie nicht sehen! Ich laufe dir jetzt so nicht bis ganz im Norden hinterher. Mach ich nicht. Aber er hat gesagt, ich soll ihm folgen. Also gehe ich davon aus, dass es jetzt nicht so weit sein sollte eigentlich. Also ich schließe jetzt eine... Ich schließe jetzt ein Guess ab. Und zwar, wir laufen jetzt bis vor, wo es dann hochgeht. Also Richtung Pyramide hochgeht. Und da sagt er dann bei dieser Höhle, mit, wo der Schattenläufer drin ist, ja, da war eine drin. Das sagt er dann. Und ich darf ihn jetzt in diesem Tempo bis dahin hinterherlaufen. War's ich. Ein Mana. Ehrlich. Ich habe irgendwann 18.000 Mana, nur weil ich jedes Mal 100 Gold an den Schreien lasse. Vermutlich bin ich bald über diese Grenze hinaus mit dem 10-15 Lernpunkte-Ding bei Mana. Einfach nur, weil ich die ganze Zeit ein Mana von den Innos-Schreinen bekomme. Ach, wie weit soll ich denn jetzt hinterherlaufen? Ehrlich, ich finde das fürchterlich, sowas. Ich soll ihm daher folgen, dann wird es ihm wahrscheinlich wieder einfallen. Meine Herren. Wenn er wenigstens in einem normalen Tempo laufen würde, also so halt, so joggend. Stärke. Aber das ist einfach nur Zeitverschwendung sowas. Vermutlich könnte ich jetzt auch einfach woanders hingehen und dann wird er irgendwo hier stehen. Aber das ist ja noch blöder. So wie bei Till, der dann automatisch zum Großbauen gefunden hat. Und die Quest damit komplett zerstört hat. Beziehungsweise habe ich die Quest wahrscheinlich zerstört, weil ich Till gefunden und hingebracht habe, bevor ich mit Rosi gesprochen habe. Was liegt denn da drüben? Oh, da ist ja tatsächlich noch ein Lurker am Leben. Kannst du da bitte hoch? Also manchmal... Manchmal ist Gothic was ganz, ganz Besonderes. Ich komme nicht hoch. Ich weiß, dass ich da hinten hochkomme, aber es kann ja wohl nicht sein, dass ich hier nicht hochkomme, oder? Da war gerade was. Verpiss dich, Lurker!
Okay, es reicht mir. Ehrlich, jetzt backen sie mich komplett fest. Sowas regt mich wirklich auf. Mir fehlen echt die Worte für die Scheiße hier. Ach ernsthaft, du bleibst sogar stehen, wenn ich dir nicht folge? So, wo war das jetzt? Ich glaube, das war weiter hinten. Also von hier aus hinten, nicht hier, wo ich jetzt gerade bin, hinten. Ihr versteht? Vorne hinter dem Stein, glaube ich. Also hinter diesem hier, an meinem Schädel. Na doch, nicht der dahinter ist es. Mana Essenz. So, Mr. Tarok, dann lass mal weiter in Zeitlupentempo gehen. Ich weiß nicht, wie weit es noch geht. Ich halte jetzt die Klappe und schneid's bis dahin. Halt! Ah, okay. Hier muss Höhle sein. Ha! Hier Höhle. Ganz in Nähe. Gut, dann bring mich hin. Nein, Tarok bleiben lieber hier. Warnen Menschen, wenn Orks kommen. Orks? Sind die so weit im Norden? Orks suchen nach Flüchtlingen. Darum Orkspeer auch hier zu finden. Na gut, dann gehe ich alleine. Gut. Tarok werden Mensch warnen, wenn Orkspeer sehen. Mensch passen gut auf sich auf. Okay. Also ich vermute, es wird die Schattenläuferhöhle sein. Jetzt kannst du was erleben, Mora. In der ich ja genau genommen auch schon drin war. Wolltest du mich eigentlich nicht warnen, wenn da ein Orkspeer kommt? Du machst einen guten Jetzt Job. Jetzt kannst du was erleben, Mora. Hab ich ihn getroffen? Also gut. Was ist das jetzt? Jetzt kannst du was erleben, Mora. Wie ich mir jedes Mal eine mitgibt. Zum Glück ist er unsterblich. So, ich gehe davon aus, hier wird nichts mehr drin sein. Da ist sie. Kloster, ja. Okay, wo könnt ihr uns die letzte Rune hinbringen? Theoretisch zur Pyramide, aber die habe ich ja schon. Oder sonst wo? Ich habe auch diese Rune gefunden. Wo finde ich jetzt die nächste? Das jetzt Tarok wissen. Rune sein in Stadt. Okay, die bringt mich nach Korinnes. In der Stadt? Das macht Na, Sinn, toll. Ja. Und wo da genau? Tarok hat gesehen, wie Grant sie in seine Truhe gesteckt hat. Wer ist Grant? Der hat sie erst in seinen Grant gesteckt, ja? Die für Orks kämpfen. Und wo hat Grant seine Truhe? Grant hat sein Quartier in der Kaserne. Dort steht auch Truhe. Na schön. Und wo werde ich dich treffen? Tarok wartet vor Stadt auf Mensch. In Nähe von Höhle, die bei Korinnes liegt. Und da will er mich hinbringen, oder was? Der hat doch keinen Bock mehr auf die Orks, also darf der da doch auch vermutlich nicht rein. Ja. Gut, dann auf zum Maler. I am gespanting like a flitzing bow. You verstehen? Vor allem, was will der Maler jetzt uns geben oder machen? Also er wird ja nicht von den Orks angegriffen, ne? Das ist ja schon mal seltsam. Vielleicht ist er ja im Bunde mit den Orksöldnern. Was malst du denn so? Nun, so ziemlich alles. Zurzeit überarbeite ich dieses Gasthaus als Korinnes. Ich male aber auch gerne Köpfe. Köpfe?
Ja, Köpfe. Oder anders ausgedrückt, ich male Porträts. Vor einigen Wochen habe ich den interessantesten Kopf eines Fremden gesehen, gerade mit R geschrieben, den ich sofort skizzieren musste. Dieses Bild wurde so gut, dass es mehrere Leute von mir kaufen wollten. Du verkaufst also auch deine Bilder? Natürlich. Schließlich lebe ich davon. Da fällt mir gerade ein, dass ich noch 3 Bilder verkaufen wollte. Leider aber komme ich hier nicht weg. Ich könnte ja diesen Verkauf für dich tätigen. Das heißt, wenn ich dafür anständig entlohnt werde. Warum nicht? Für jedes Bild bekomme ich 150 Goldmünzen. Davon solltest du jeweils 50 erhalten. Bist du damit einverstanden? Ja, abgemacht. An wen gehen die Bilder? Zunächst an den Statthalter Larius. Seitdem aber Corinis von den Orks erobert wurde, kann ich dir nicht mehr sagen, wo er zu finden ist. Ich werde ihn schon finden. An wen gehen die beiden anderen Bilder? Das zweite Bild geht an einen Mann namens Gregor, der in den Bergen lebt. Nein. Geht es auch etwas genauer? Berge gibt es hier schließlich eine ganze Menge. Dieser Gregor wollte mir einen Boten schicken, den ich heute Abend treffen soll. Der Treffpunkt, oh Gott sei ist der Dank. See, den du hier unten siehst. Weil Gregor ist schon lange tot. Der sich auf dem Weg zu Onas Hof befindet. Um 20 Uhr sollte ich mich mit dem Boten treffen. Gut. Und wer bekommt das dritte Bild? Das dritte Bild geht an den schwarzen Magier Zordian, der sich in der Stadt Corinis aufhält. Wie bitte? Du machst mit einem Schwarzmagier Geschäfte? Jetzt schau mich nicht so vorwurfsvoll an. Dieser Schwarzmagier will schließlich nur ein Bild von mir kaufen. Das stimmt allerdings. Das wird ja wohl nicht so schlimm sein, oder? Wer weiß, wenn ein Schwarzmagier so wild hinter einem Bild her ist, dann muss was faul an der Sache sein. Was heißt hier wild hinterher sein? Der Mann kam mit ein paar Orks und Orksöldnern zufällig vorbei und... Moment, die kamen einfach so vorbei und haben dich weder getötet noch versklavt? Wie du siehst. Naja... Zuerst schieben sie alle mit gezogenen Waffen auf mich los und fragten mich drohend, wer ich bin. Aber als ich ihnen sagte, dass ich ein ganz harmloser Maler sei, steckten sie ihre Waffen wieder ein. Also ganz umgänglich, ja? Einfach so, oder was? Naja, so in etwa. Der Schwarzmagier sah das Bild des Fremden, das ich gerade am Malen war, und fragte mich, wer der Mann auf dem Bild ist. Des Fremden? Ich sagte ihm, dass der Held aus Gothic Fremde sei, der gegen die Drachen von Corinis gekämpft hat. Daraufhin befahl der Magier seinen Leuten, mich in Ruhe zu lassen. Mir aber sagte er, dass er das Bild unbedingt haben müsse, wenn es fertig wäre. Ich will das Bild sehen. Was sagst du da? Dieser Fremde hat gegen die Drachen gekämpft? Das glaubst du ja selbst nicht. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich daran glaube. Ich habe dem Magier nur das erzählt, was ich wieder von anderen Leuten gehört habe. Mehr nicht. Was hat der Schwarzmagier dann gesagt? Nicht mehr viel. Der Magier sagte nur noch, dass er Zordian heiße und der oberste Schwarzmagier von Corinis sei. Der oberste gleich. Wenn ich das Bild fertig hätte, soll ich es nach Corinis bringen. Die Wachen würden mich dann ungehindert passieren lassen. Na schön, wenn du meinst. Aber wie kommt man ungeschoren in die Stadt hinein? Bevor ich überhaupt ein Wort sprechen kann, haben doch die Orks aus mir Hackfleisch gemacht. Du hast recht. Irgendwas war da doch noch. Aber klar doch, natürlich. Ich sollte irgendetwas erhalten, das mich vor den Orks schützt. Und was? Tut mir leid, habe ich leider vergessen. Irgendein Zeichen. Aber welches? Weißt du zumindest, von wem du dieses Zeichen erhalten solltest? Von einem Boten des Schwarzmagiers. Den Namen habe ich aber leider vergessen. Du bist ziemlich vergesslich, was? Auch weiß ich leider nicht mehr, wo ich diesen Boten treffen sollte. Ja, bist du. Na toll, du scheinst ja ganz schön vergesslich zu sein. Alter. Erlaub mal, ich bin Künstler. Da muss ich an wichtigere Dinge denken, als mich mit irgendeinem Unbekannten zu treffen. Na schön, wie soll ich aber dann bitte schön deinen Auftrag ausführen? Tja, keine Ahnung. Aber weißt du was? Suche jetzt mal die anderen Käufer auf. Vielleicht fällt sie wieder ein. Vielleicht fällt mir ja später ein, was der Schwarzmagier mit mir ausgemacht hatte. Hier hast du schon mal die 3 Bilder. Viel Glück bei deinem Verkauf. Okay. Oh, no. I want to go to the Leuchtturm jetzt. Bye.
Mr. Yora. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich verwechsel Fernando immer. Larius. War das Cornelius vor dem Turm bei Xardas oder war das Larius? Das ist echt fürchterlich. Mike. Lass mal das Mike rüberwachsen. Okay, der hat auf jeden Fall eine auffälligere Kleidung. So wie die hier, aber das müsste nur ein Bürger sein. Der stand ja nicht hier, oder? Ne, das ist Bolta. Dann war es vielleicht der Fox Hardas Turm. Oder war der... Das weiß doch inzwischen jeder. Oder war der mit bei Lord André? Oh, ist das Speichern ein bisschen hier. Interessant. Ja, wenn man ein bisschen quatscht, dann muss man nicht so viel speichern, gell? Das ist es so. Torben. Ist er, glaube ich, nicht. Okay, dann schauen wir. Der Kloster. Ah, ich hab's noch ausgerüstet. Okay, dann wird's der bei Xardas Turm sein. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Xardas Turm. Ist schon erstaunlich, wo ich mich jetzt mittlerweile überall hin teleportieren kann. Also ich finde dieses Teleportsystem echt nice. War meine erste Idee, zu ihm zu gehen, und jetzt gehe ich als letztes zu ihm. Ich bin der Depp. Hi Bartok. Kann ich eigentlich bei dir irgendwas Neues erzählen? Wie? Nee. Mr. Larius! Es war doch Cornelius! Kann ich dir helfen? Ich komme alleine. Ach, wo war Larius nochmal? War der... in der Höhle bei... Nee. Wo war Larius nochmal? Wait a minute. Ich weiß, wo er war. Ich bin ein Idiot. Ich glaube, der war hier. Das war der, der mich die ganze Zeit abgefuckt hat, als ich die Truhen öffnen wollte. Ja. Hey du, ich bringe euch euer Bild. Wie bitte? Was für ein Bild? Ich weiß nicht, wovon du redest. Nun, das Bild, das Meister Giacomo auf euch malen sollte. Giacomo? Ach so, der Maler. Ja, stimmt. Ich hatte da was bestellt. Na, worauf wartest du noch? Gib schon her das Bild. Wollt ihr es euch nicht vorher nochmal ansehen? Keine Sorge, das mache ich später. Doch jetzt störe mich nicht länger, ich habe zu tun. Von mir aus? Ich bekomme aber noch etwas Gold für das Bild. Wie, Gold? Na schön, von mir aus. Wie viel verlangt Meister Giacomo? Alles. Ja, 150 ist mir wurscht. Ich glaube, 100 waren für ihn, 50 für mich. So viel hatte Giacomo auch verlangt. Gut, hier hast du das Gold. Okay. Ist zwar ein bisschen scary, dass ich ihn jetzt mit dem Bild alleine lassen soll. Zeig. Aber der wird schon wissen, was er tut. So. Gürtel der Abwehr. Geil. Ein Stängel Sumpfkraut. Das ist the man of the mans. Jetzt muss ich bis 8. pennen.
glaube, ich komme wieder von der Taverne am schnellsten dahin, wo ich jetzt hin möchte. Wobei ich auch von hier laufen könnte, ne? Oh. Oder fallen. Stop! Oh. So. Ich glaube, von hier kann ich auch laufen. Das macht dann jetzt auch nicht wirklich einen Unterschied. Kann man denn bis 8 Uhr schlafen? Man kann doch nur bis 18 Uhr schlafen, oder? Oder? Na gut, er wartet ab 20 Uhr. Vielleicht ist er da ein bisschen länger. Aber Mitternacht wird er auch nicht mehr da sein. Ich probiere es jetzt mal. Oh Gott, das ist ja Valentino in der Hütte. Oh Gott, das habe ich ja ganz schön... Das habe ich schon vergessen. Ich könnte ihm aufs Maul hauen. Ich meine, Hackert ist nicht mehr da. Es ist Valentino, verdient hat das. Am Ende ist er auch noch der, mit dem man sich trifft. Oh, jetzt kannst du was erleben. Oh. Ein geschärfter Truhenschlüssel von Valentino. Wahrscheinlich von seiner Hütte. So, bis zum nächsten Abend. Wi-Fi-Uhr 20, perfekt. Ist der jetzt da drüben oder ist der jetzt hier irgendwo? Da drüben, ich sehe ihn. Wen haben wir denn? Das ist ja von Gregor, einer der Männer. Gregor ist ja schon tot. Zum Glück muss ich es nur dem geben. Gonzales! Das werde ich dir nur sagen, wenn du der Mann bist, auf den ich warte. Vielleicht bin ich ja dieser Mann. Dann kannst du mir auch fragen, wer dich besiegt hat. Der Maler Giacomo schickt mich. Ich soll dir ein Bild für einen gewissen Gregor abliefern. Dann bist du ja goldrichtig, mein Junge. Her mit der Kleckserei. Kleckserei? Das wird Meister Giacomo bestimmt nicht gerade freuen, wenn ich ihm erzähle, was man von seiner Arbeit hält. Na und? Ist mir doch egal, was der alte Pinselquelle hören will oder nicht. Der Typ ist wenn der Hammer. Wenn du meinst, wie sieht es mit dem Geld aus? Hier, nimm und verschwinde. Besonders freundlich bist du gerade nicht. Darf ich noch fragen, warum Gregor dieses Bild überhaupt haben will? Klar kannst du fragen, aber eine Antwort bekommst du nicht. Und jetzt hau endlich ab, du nervst. Eigentlich hatte ich vorhin um zu klatschen, aber der hat gute Sprüche drauf. Der bleibt am Leben, der Typ. Der gefällt mir. So, dann gehen wir mal wieder hoch zu Giacomo und schauen mal, ob er sich mittlerweile erinnert. Aber anscheinend ist es dann tatsächlich so, dass wir undercover in Kurines reingehen werden. Und deswegen sollte ich auch aufhören, dort Leute umzubringen. Da habe ich aber auch noch keinen umgebracht, der einen Namen hat. Den bei Onas Hof habe ich aber umgebracht, der einen Namen hat. Aber vielleicht muss ich mit dem auch nicht reden. Ich habe die zwei Bilder an Larius und Gregor verkauft. Hier ist das Gold für beide Gemälde. 200 Goldstücke. Gut. Deinen Anteil hast du bereits abgezogen. Wenn du das dritte Bild verkaufst, kannst du dann ebenfalls deinen Anteil abziehen. Mittlerweile ist mir eingefallen, wo du den Boten des Schwarzmagiers treffen kannst. Wo befindet er sich? Ich sollte mich mit diesem in einer Höhle vor der Stadt treffen. Wo aber die genau ist, weiß ich nicht mehr. Oh nein. Aber so viele Höhlen wird es vor der Stadt auch nicht geben. Du wirst sie also leicht finden. Der Bote wird dich zu Zordian bringen. Damit du sicher durch die Stadt kommst, musst du diese Sklavenkleidung tragen, die man mir gegeben hat. Muss das sein? Von mir aus kannst du es auch lassen. Wundere dich aber nachher nicht, wenn du bereits am Stadttor getötet wirst. Na schön, her mit den Klamotten. Hier, trage die Kleidung aber erst, wenn du den Boten triffst und danach nur in der Stadt. Diese Kleidung scheint das voranzukommen. Man könnte dich daher für einen Assassin halten und dich angreifen. Außerdem solltest du als Sklave keine Waffen tragen. Das würde sonst die Orks und ihre Verbündeten misstrauisch machen, klar? Ja, hab schon kapiert. Na, dann wünsche ich dir Glück.
Inos möge dir beistehen. Ich sag gerade, oh nein, weil eigentlich müsste jetzt zu diesem Zeitpunkt unser lieber Ork-Freund auch an dieser Höhle sein. Und das ist einfach fail. Ich hoffe, die gehen sich jetzt nicht an die Gurgel. Gut. Dann pennen wir mal zum Tag. Cool. Dann kann ich jetzt endlich in Corines rein. Das freut mich. Das freut mich, Mensch. Das freut mich. Das Ding ist, ich soll die Kleidung ja nur tragen, wenn ich in der Stadt bin oder vorhab, da reinzugehen. Klatscht der Ork mich jetzt weg, wenn ich die Kleidung trage? Das ist beknackt. Also wir haben hier hinten eine Höhle und hier vorne. Und ich denke da mal, dass beide die Höhle hier vorne meinten. Weil da hinten sind ja Flüchtlinge drin. Die Stadtwache ist einfach immer noch tot. So, ich speichere jetzt mal hier. Mal schauen, welchen von beiden ich zuerst begegne. Vielleicht ist der eine weiter in der Höhle als der andere. Oh nein, die sind noch nicht beide hinten. Ist das? Nee. Schaut halt ein bisschen aus wie Taurus. Der Ork ist zum Glück gerade nicht hier. Okay. Kleidung eines Sklaven. Vielleicht soll ich den dämlichen Helm auch ausziehen. So. Hi! Brand. Hallo, wer bist du? Schlüssel zur verlassenen Mine. Vielleicht werde ich dir das sagen. Das hängt ganz davon ab, warum du hier bist. Giacomo schickt mich. Und warum kommt er nicht selbst? Nun, ich vermute mal, dass er schwer beschäftigt ist. Na schön. Ist mir eigentlich auch egal, warum der Pinselquäler nicht selber kommt. Obwohl, eigentlich kann ich es mir herdenken. Was meinst du? Der Knabe hat die Hosen voll, ist doch klar. Und das wird dir auch so gehen, wenn du durch die Reihen der Orks marschieren musst. Scheint also gefährlich zu werden, was? Aha, kriegst es also jetzt doch mit der Angst zu tun, was? Und wie? Mir schlottern schon die Knie. Keine Sorge. Wenn du tust, was ich dir sage, wird dir nichts geschehen. Wer bist du? Mein Name ist Grant und ich gehöre zu den Orksöldnern. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Wie geht es weiter? Du wirst mich jetzt in die Stadt begleiten. Das Bild übergibst du dann Meister Zordian. Warum so kompliziert? Ich kann ja auch das Bild dir geben. So läuft das nicht. Meister Zordian will sich das Bild vor der Übergabe noch ansehen. Wenn es ihm nicht gefällt, wirst du es wahrscheinlich wieder mitnehmen müssen. Solange er mich nicht einen Kopf kürzer macht, soll es mir egal sein. Das kann natürlich auch passieren. Also verärgere den großen Schwarzmagier nicht, klar? Klar, werde ich nicht. Wenn du soweit bist, sag mir Bescheid. Dann geht es los. Bring mich zu Zordian. Gut, folge mir. Die Frage ist, für wo ist jetzt dieser Schlüssel mit der Mine? Hatte ich mal eine Mine, in der ich nicht weiter reingekommen bin? Gott, ist das mittlerweile echt zu viel. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin in jeder Mine weitergekommen. Wäre halt schön, wenn die irgendwie auf der Karte eingezeichnet sind, so von wegen verlassene Mine und bla. Ja, wo sind denn die Stadtwachen? Grant. Hä? Sind sie weg? Grant. Hä? Hä? Wir sind lauter Tote, verrimmel die Bammel die Bumm. So, hier sind wir.
Dort steht Meister Zorja. Ach, der ist schon hier. Ich dachte, der wäre im oberen Viertel. Wenn du mit ihm redest, hast du gefälligst, sie zu sagen. Komm bloß nicht auf den Gedanken, ihn zu duzen. Klar? Klar. Wenn du fertig bist, kommst du anschließend zu mir. Wo finde ich dich? In der Kaserne. Weißt du, wo die ist? Ja. Gut. Lass mich aber nicht so lange warten, sonst werde ich ungemütlich. Ihr scheint der Anführer der Schwarzmagier zu sein. Wer seid ihr? Ich bin Sordian, Meister der schwarzen Künste und Vertrauter des großen Zuben, des Herrschers von Varant. Wir sind mit den Orks nach Korinnes gekommen, um die Herrschaft Belias zu errichten. Und niemand kann mehr die Herrschaft unseres Meisters verhindern. Meister Giacomo schickt mich. Ich soll dieses Bild vorbeibringen. Na endlich, gib es mir. Gut, hier hast du dein Gold. Warum habt ihr dieses Bild gekauft? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Vielleicht habe ich ja den Mann auf dem Bild gesehen. Was? Du hast diesen Kerl gesehen? Wo? Ich müsste schon wissen, wer dieser Mann ist. Vielleicht fällt es mir ja dann wieder ein. Na schön. Dann werde ich es dir sagen. Dieser gefährliche Bursche wird der namenlose Held von Korinnes genannt. Beeindruckender Name. Er hat im Minental die Urdrachen des Eises, des Feuers, der Erde und der Luft getötet. Und noch viel schlimmere Taten begangen. Belia möge ihn dafür strafen. Wenn du aber wissen solltest, wo wir den Feind unseres Gottes finden, sollst du reich belohnt werden. Tut mir leid, ich habe mich leider geirrt. Der Mann, den ich meinte, war ein einfacher Vagabund. Was? Verdammt. Ich hoffe aber für dich, dass du mich nicht belogen hast. Meine Rache wäre fürchterlich. Irgendwie finde ich diesen Typen wenn ziemlich lächerlich. Du mir aber sagen kannst, wo sich dieser Frevler befindet, werde ich dich mit Gold aufwiegen. Ich werde die Augen offen halten. Gut. Geh jetzt zu Grant. Er wird dich aus der Stadt führen. Darf ich euch noch was fragen, ehrwürdiger Meister? Na schön. Was willst du wissen? Warum seid ihr Schwarzmagier nach Korinnes gekommen? Ich sagte es doch bereits. Wir wollen die Herrschaft Belias auf Korinnes errichten. Geht es noch etwas konkreter? Was fällt dir ein? Glaubst du etwa, ich werde jedem Neugierigen unsere Pläne offenbaren? Das nicht, aber... Ich finde es schon seltsam, dass du mich nach diesen Dingen fragst. Bist du etwa auch ein Spion von diesem... Auch? ...Lord Hagen? Wieso auch? Wir haben bereits einen entdeckt und gefangen nehmen können. Ein Paladin, der sich hier herumgeschlichen hat. Wir haben ihn erstmal ins Gefängnis geworfen. Später werden ihn die Orks verhören. Hab keine Sorge, Meister. Ich bin kein Spion. Das hoffe ich für dich. Auf jeden Fall werden wir dich im Auge behalten, solange du in der Stadt bist. Da ist wieder dieser Genmeister. Ich rasch bald aus. Okay, Mr. Ork. Kann ich mit euch reden? Habt ihr was zu sagen? Nein. Nicht sehr gesprächig. Wird hier was ausgeschenkt? Nein. In Koraguns Nest ist nichts los. Dann nutze ich doch die Gelegenheit. Die sollten ja nichts dagegen haben, wenn ich die Menschen hier beklaue, die hier wohnen, oder? Ich meine, es ist ja nicht ihr. Zeig. Oh. Eine Orkschamane. Darf ich diese Truhe öffnen? Das interessiert mich jetzt. Finger weg, Morra.
Okay, darf ich nicht. Sie behandeln das Zeug dann doch als ihres. Was macht der da? Ach, da ist ein Buchständer. Alles in Ordnung? Schon bald werden wir alle Moras unterworfen haben. Ja. Am Anfang herrscht die Dunkelheit. Und wer bist du? Dunkelheit herrscht der Frieden. Wer bist du? Und Belia. Brauchischer Oberst. Warte mal. Dunkelheit. Hey. Ich brauche Ruhe. Okay. Inus, aber. Orkseldner, Orkseldner. Dannischer Orkkrieger, Cass. Warte mal. Hallo. Hallo. Gutes Gespräch, weiter geht's. Tannische Orksche Bababäer. Hier auf dem Marktplatz ist leider auch nichts los. Der Vorteil ist, ich habe bereits ein paar getötet. Das heißt, hier kann ich mich frei bewegen. Also es war gut und schlecht gleichzeitig. Das müsste die Truhe von diesem Händler hier sein. Ich weiß jetzt bloß gerade nicht mehr, wie der heißt. Der hier seinen Stand hat. Hier steht der. Okay, dann gehen wir mal in die Türme rein. Orksöldner Bogen. Also hier sollte ich, wie gesagt, keine Probleme haben, wenn ich da einfach reingehe. Okay. Nur ist es hier schon mal nutzlos. Dieser Turm hat nichts. Hier ist zumindest mal eine Truhe drin. Okay, hier ist auch nicht das drin, was ich suche. Na gut. Dieser Stand hier ist neu. Der ist normalerweise nicht da. Dann bleibt hier nur noch eins übrig. Okay, wir gehen mal zu Grant zurück. Und danach machen wir die Grand Tour durch Corinus. Wer bist du? Kein Name. Das. Keiner drin, der handelt, wahrscheinlich. Und hier könnte man auf die Mauern. Das gucke ich mir jetzt doch schnell vorher an, weil das gibt's normalerweise nicht. Das ist interessant. Ah, kompliziertes Schloss, okay. Ah, da wäre auch eine Leiter gewesen, habe ich gerade gesehen. Dunkles Paladiner. Nur echt mit 52 Zähnen. Also ich vermute mal, ich werde hier nicht allzu viele Leute haben, mit denen ich reden kann. Hier ist auch einer. Mark. Hallo, du bist hier der Schmied? Wie man sieht, mein Name ist Mark. Schmiedest du neue Waffen? Selten. In erster Linie repariere ich Waffen und dann nur die von den Orksöldnern. Dann braucht ihr also keine neuen Waffen? Doch, aber darum kümmert sich Grimok, der Schmied der Orks. Aber das ist ja auch kein Wunder. Grimok kann die Waffen in viel kürzerer Zeit als ich schmieden. Wieso das? Nun, so ein Ork hat gewaltige Kräfte. Bis der mal müde wird, braucht es eine Weile. Ich bin Vespelia, kein Schwächling. Schließlich kämpfe ich auch in der Arena mit, aber Grimok ist einfach viel stärker als ich. Okay, interessant. Das hatte ich vergessen, als ich den gesprochen habe. Los, tu dein Schmiedehandwerk, ich will die Truhe plündern. Okay.
Kann ich vergessen. Ist aber nicht schlimm. Okay, diese kleine Seitengasse hier ist auch neu. So, was haben wir hier? Orkischer Oberst, Oberst. Da ist Grant. Da bist du ja endlich. Man lässt mich nicht so lange warten, klar? Nun, ich... Ich will jetzt keine Ausreden von dir hören. Merkt ihr das? Klar, will ja keinen Ärger mit dir. Kluge Entscheidung. Ich denke, wir verstehen uns. Nö. Bringst du mich jetzt aus der Stadt? Nö. Später. Zuerst habe ich noch einen Job für dich. Kannst dabei 50 Goldstücke verdienen. Boah, 50? Einen Job? Was soll ich für dich tun? In der Taverne auf dem Weg zu Onas Hof halten sich einige unserer Männer auf. Nein, die sind tot. Ihr Anführer Scott sollte mir schon seit längerer Zeit berichten, wie die Lage vor Ort ist. Geh hin und frage ihn, warum er mir keine Nachricht sendet. Wird er mir bereitwillig Auskunft geben? Er kennt mich ja schließlich nicht. Nenne ihn das Kennwort Geldern und er weiß Bescheid. Der Geldern? Ist tot. Ja, dort waren wir Söldner zuletzt, bevor wir nach Corinis gesegelt sind. Und jetzt beweg endlich deinen Hintern, sonst mache ich dir Beine. Bitte lass mich sagen können, der ist tot. Oh ja, Gott sei Dank, anscheinend schon. Das erklärt zumindest, warum länger kein Bericht kam. Ja, was ist? Scott und seine Leute sind tot. Was? Sie sind tot? Wie ist denn das passiert? Ich hab die umgebracht. Verdammt. Ich vermute mal, dass dahinter die Bande von diesem Gregor steckt. Wer ist dieser Gregor? Soviel ich weiß, sind er und seine Leute ehemalige Sträflinge aus dem Minental von Corinnes. Aber egal. Und die Banditen werden wir uns erst kümmern können, wenn wir das Kloster und Onas Hof in unserer Hand haben. Vielleicht aber haben ja Lord Hagens Paladine Scott erledigt. Unmöglich. Die sitzen im Minental fest. Dort wurden alle Zugänge gesperrt. Und Lord Andres Männer? Der steckt im alten Wachturm bei Onas Hof und wird von unseren Orks belagert. Da kommt er nicht mehr raus. Bist du sicher? Ja, bin ich. Aber jetzt hör auf, mich auszufragen. Das macht mich verdammt misstrauisch. Verstanden? Misstrauisch? Ich werde es mir merken. Hoffentlich. Okay. Warte. Ah, okay. Ja, was ist? Ich brauche dich noch für einen ganz besonderen Job. Ja. So, um was geht es? In letzter Zeit bekomme ich zu hören, dass meine Männer unzufrieden mit mir sind. Und weiter? Finde heraus, was sind eigentlich meine 50 Goldstücke? Denken. Wenn du deine Sache gut machst, sollst du von mir weitere 100 Goldstücke bekommen. Und wenn ich keine Lust dazu habe? Das wäre sehr schlecht für dich. Glaube ja nicht, dass du mit mir hier irgendwelche Spielchen machen kannst. Entweder du machst den Job, oder ich lege dich um. Sieht aus, als ob ich keine Wahl hätte. Du sagst es. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Da kann ich mir es nicht erlauben, irgendwelche Rücksichten auf andere zu nehmen. Was ist dein Problem? Vielleicht werde ich dir das sagen, aber erst, wenn du deinen Job zu meiner Zufriedenheit erledigt hast. Soll ich also jetzt jeden Söldner hier in der Stadt fragen, was er von dir hält? Nee, nur die mit Namen. Nein, so nicht. Damit vermasselst du alles noch. Die Leute würden direkt merken, dass ich dich geschickt habe. Du musst deine Fragen schon geschickter stellen. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich das machen könnte? Die meisten meiner Leute halten sich in den Kneipen der Stadt auf. Trotz meines ausdrücklichen Befehls. Donchak sieht es nämlich gar nicht gerne, dass die Söldner faul herumlungern. Aber diesen Umstand können wir jetzt geschickt nutzen. Und wie? Geh in die Kneipen und sprich mit Cass und Butch. Die beiden haben jetzt die Kneipen in Corinis übernommen. Gib ihnen ein Bier aus oder tu ihnen sonst einen Gefallen. Hauptsache, du bekommst etwas raus. Werde ich dort alle Informationen bekommen? Was weiß ich? Du wirst es eben versuchen müssen. Besonders wichtig ist für mich, zu erfahren, was Evans und Hamlet über mich denken. Evans und Hamlet? Was ist mit denen? Das werde ich dir später sagen. Wir haben schon viel zu lange gequatscht. Nachher merkt einer noch, was wir vorhaben. Also, mach dich endlich auf den Weg. Also manchmal verhält sich unser Held ziemlich blöd. Wenn man mal ehrlich ist. Ah, da ist eine Truhe. Weil er hat jetzt quasi den Auftrag gestellt bekommen von ihm und unser Held so, und was, wenn ich keinen Bock hab? Halt keinen Schritt was ziemlich weiter. Dämlich ist, was weil ist wir ja ein Sklave sind. Das Gefängnis darf nicht betreten werden. Also das wir sollten uns eigentlich sehr unauffällig verhalten, indem aber wir uns auch werden verhalten. Kein Aber. Du gehst. Und das sofort, sonst. Schon gut. Bin schon weg. Okay, ich darf nicht mal in die Hütte rein. Gut, dann... Warte mal, kann ich ja direkt mit dem Orksöldner hier anfangen?
Kann ich dir eine Frage stellen? Kommt darauf an. Was willst du denn wissen? Was hältst du von Grant? Warum willst du das wissen, hä? Ich überlege, bei euch mitzumachen und... So? Na, von mir aus, aber zurück zu deiner Frage. Grant ist soweit in Ordnung. Er hat nun mal seine Stärken und seine Schwächen. Mhm. Interessant. Hi, du hast da was in dir drin stecken. Bye. Ich schau mal, ob hier auch was ist. Vielleicht findet sich hier ein Ork namens Rengaru. Nein, aber da steht tatsächlich wer. Wir müssen ja auch noch Yoras Truhe finden, ne? Also. Endlich sind wir in Korines, Leute! Mittlerer Lederbeutel. Ganz wichtig, auf den Dächern ist immer etwas zu finden. Pech. Hui. Möglich ist alles. Hui. Okay, da kommt noch was aus dem Dach raus. Ich glaube, das war's. Hui. Hui. Okay, ja. Gut. Wir sollten ja auch gucken, wie es hier um die rote Laterne bestellt ist. Und ein bisschen verwüstet, aber sie steht. Hallo? Okay, ist keiner drin. Zwei Deitriche. Aber die brechen gar nicht mehr ab, ne? Also die Geschicklichkeit. Tut mit Sicherheitsschluss. Funktioniert nicht. Hm. Na gut. Die brechen gar nicht mehr ab. Also das macht die Geschicklichkeit auf jeden Fall schon mal gut. Ich lese mir gleich den Tagebucheintrag durch. Ich schaue nur noch, ob hier noch irgendwas ist, aber ich glaube nicht. Dieses Bett ist das Bett der Betten. So. Die rote Laterne wurde ganz schön demoliert. Bromo wird hierüber gar nicht erfreut sein. Na, dann werde ich ihm mal diese traurige Nachricht mitteilen. Okay. Wer bist du? Mr. Orkspeer. Da ist vermutlich die Bar mit Butch. Okay, hier sind jede Menge Orks. Die kann ich ja nicht befragen. Solange du noch kannst. Okay, bye. Ah, hier könnte man vielleicht würfeln. Hi. 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 Gib mir was zu trinken. Ich handle jetzt erstmal mit ihm. Der verkauft Würfel. Okay. Ansonsten... Ne, hat er nichts Besonderes. Doch, die Birnen, die nehme ich. Aber... Das war's. Ich hätte gerne ein paar Auskünfte. Habe ich nicht für dich. Hier kannst du nur was zu trinken bekommen. Aber ich habe nur ein paar einfache Fragen. Und das ist schon zu viel. Siehst wie ein Schnüffler aus. Und Schnüffler kann ich nicht leiden. Also was ist? Trinkst du jetzt was? Ansonsten kannst du verschwinden. Diese. Ja. Ich hätte gerne ein Bier. Ein Bier? Gut. Trinkst du eins mit? Nein. Und warum nicht? Ich trinke nur mit Freunden. Und du bist nicht mein Freund. Hier dein Bier. Mach 20 Goldstücke. Willst du dir etwas Gold verdienen? Und was muss ich dafür tun? Mir etwas über die Söldner hier erzählen. Vergiss es. Ich verpfeif keinen. Der Typ ist eine harte Nuss. Das ist echt der Wahnsinn. Ich konnte Butch immer noch nicht zum Sprechen bringen. Es muss doch irgendeinen Weg geben, um an ihn ranzukommen.
Lass mich in Ruhe. Was suchst du hier? Geh! Vermute mal, dass keiner von denen du, hier... Was schleichst du darum? Irgendwas Geh, zu sagen solange hat. Du noch kannst. Na gut, dann mach ich das.